So, guten Morgen, willkommen zurück zu Open Arena. Ich habe gedacht, ich spiele jetzt einfach mal eine geschmeidige Runde. Kann ja nicht so schwer sein, ist ja nur Nightmare. So, ich muss kurz mein Mikrofon noch ein bisschen richten. Ja, komm. Wie viele Kills? Fraglin mit 20. Okay, ich habe es schon ewig nicht mehr gespielt, das ist sehr gut. Die Performance ist nicht ganz perfekt flüssig, wie es aussieht. Das ist natürlich auch schon mal ganz toll. Scheinbar nicht für die RGB-Aufnahme geeignet. Richtig, die Bots waren leicht gut. Wow, ich habe ihn getötet. Und ich... Ganz ruhig, Baby. Ich habe natürlich keine Ahnung mehr, wo ich welche die Waffen hingelegt hatte. Ich merke mir, dass das so ein bisschen ruckelt. Das heißt ruckeln, ich falle halt immer wieder auf... von 90 gelegentlich so auf 82 Frames runter. Könnte daran liegen, dass meine Festplatte schon reichlich voll ist. Und der hat mich gefragt. Er hat mich gefragt! Ich hatte nicht mal Zeit zu antworten. Ich habe wieder keine Musik mehr, weil... ich weiß nicht, in Level 2 hatte ich Musik. Hier nicht mehr. So, Rocket Launcher. Ich habe Rocket Launch. Was? Heißt Lauchpfosten. Oh ja, es war heute ein harter Tag. Merkt man vielleicht so. Wir haben Panzerung, wir bleiben stecken. Wen kämpfen wir denn überhaupt? Gegen einen Typ mit Hut? Ja. Hier schon mal voll scheiße auf mit. Mist, Digga, so. Will ich da runter gehen? Nein, warum tue ich es dann? Das ist eine sehr gute Frage. Antworten kann ich den. Wow, habt ihr den gesehen? So nicht anders macht man das. Ich springe die ganze Zeit, weil. Ich weiß auch nicht warum. Bei deinem Skill hilft das eh nichts. Also, das ist wahr. Wow, ich habe ihn getroffen. Ich bin. Unglaublich gut heute. Ich habe fast schon... Wow, der hat nur 10... Er hat das 10 Punkte. Ja, das ist ja kein Ding nicht, ne? Ich meine, wenn es 11 wären, dann wäre das ein Problem. Ach, leck mich doch. Was hat der denn? Die Railgun? Hier gibt es die Railgun. Was habe ich denn da? Mega Health. Hier gibt es auch noch Eingeweide. So, ich habe keine Ahnung mehr, wo die Tasten alle liegen. Das ist natürlich sehr gut. Ich könnte auch das Mausrad benutzen, das nicht mehr richtig funktioniert bei mir. Ich nehme mir die Heavy Armor mit und habe irgendwie es geschafft, der Rakete auszuweichen. Bin fair von mir selbst beeindruckt. Jetzt geht das scheiß Tor zu, ne? Wo ist der Typ jetzt? Bleib hier mal stehen. Ist doch unfair. Ich könnte viel besser gewinnen, wenn die einfach stehen bleiben würden. Gibt es da keinen Cheat für? Ah, seht ihr? Ganz einfach. Hä? Da oben sind noch welche. Das sind zu viele. Ich bin verwirrt. Ich hätte gern einen Gegner, der die ganze Zeit stehen bleibt und nichts macht. Das wäre genau mein Niveau. So, der erste Gegner im Original Quake, im Trainingsding, das ist genau mein Niveau. Auf der Niedrigstufe. Auf der macht er irgendwie gar nichts. Auf der höchsten fickt er einen dann schon. Oh ne, das war glaube ich eine Frau, ne? Schon ein bisschen her, dass ich das Original Quake gespielt habe. Das Original Quake, wer will das denn schon spielen? Ja, ich hab die Railgun. Die werde ich aber garantiert nicht benutzen, weil ich treffe damit ja eh nichts. So, wir schießen einfach mal weiter, ne? Teleportiert sie natürlich weg. Jetzt habe ich keine Munition mehr und da muss die Railgun benutzen. Also muss ich nicht, aber ich kann auch einfach sterben, ne? Ich habe schon 6 Kills geschafft, ich bin gut. Also verdammt, ich hätte die Panzerung aufnehmen sollen. Wow. Ich habe den 4. Platz schon erobert. Ha, ich bin 4. Ja, mach das mal nach bei so vielen Spielern, ne? Na klar, Dämon wird mir nachher wieder schreiben, oh, ich hab voll eins Erste gemacht, aber der benutzt auch ein Aimbot. Wird nachher wieder behaupten, der benutzt kein Aimbot, aber sind wir doch ehrlich, wir wissen doch alle, dass er ein Aimbot benutzt. So. Dürft ihr gerne auf mich als Quelle verweisen, denn ich bin äußerst seriös und... Was zur Hölle? Würdest du bitte mal... Jetzt kommen sie von da drüben noch. Ich bin hier beschäftigt. Könnt mir doch nicht stören, während ich beschäftigt bin. Meine, bitte, das ist so, als wenn ich kacken gehe und mir klopft jemand an die Tür. Also, ich habe eine Raketenwaffe nicht mitgenommen, weil ich so gut bin. Ich soll mit meiner Position Spaß umgehen. Nahkampfwaffe ist nicht so das Wahre hier. Halt, da wollte ich gar nicht durch. Ich würde gerne einen Teleporter-Kill machen. Geht das? Ich würde gerne weniger durch die Gegend blicken, damit ich...
Oh, ich hab nur die Schrotflinte, wann habe ich die denn aufgenommen? Oh, vorhin, als du da ziellos durch die Gegend gelaufen bist. Au, ich war fast schon gut. Also ich war fast gut, wie ihr gesehen habt, ne? Das ist ja immerhin schon besser als alle anderen auf YouTube. Weil ich bin halt einfach der Beste, ne? Würdest du bitte mal... Kann ich auch durch den Teleporter schießen? Ja, das geht sogar auch. Ich habe allerdings keinen Kill damit gemacht. Ich habe die Rakete doch mit meinen Zähnen noch aufgefangen. Warum explodiert die denn dann? Verpacktes Spiel hier. Den Bug gab es im Original Quake auch schon. Quake 3. So. Ich schieße erstmal eine Rakete voll daneben und lasse die Gegend. Diese verdammten Teleporter, die hauen einfach ab. So, erstmal das Half mitnehmen. Heralt. Das Heralt mitnehmen. Ach, der cheatet doch. Ich nehme erstmal die Armor mit. Erster, ich werde schon aus zwei Seiten gleichzeitig angegriffen. Na toll, zwei Raketen. Boah, ich hasse es, keine Spawn Protection zu haben. Das ist das Schlimmste, was es gibt. Was? Ich war doch noch nicht mal richtig um die Ecke. Was? Da war doch nur die Wand. Lass mich verarschen. Ich hab Lex hier. Wo ist denn mein Ping? Mein Ping ist bei 0. Bei 0. Oh Gott, kein Wunder, dass ich nichts schaffe. Bei so einem schlechten Ping ist das verständlich, ne? Ich meine, ich habe hier 100 Mbit. Ich sollte hier minus 3 Ping haben oder so. So, ich sollte aufhören, so wie besoffen durch die Gegend zu laufen. Kann ich gar nicht. So laufe ich rum, wenn ich nüchtern bin. Normal rumlaufen kann ich nur, wenn ich besoffen bin. So. Ja, genau. Sie hat mir mit meinen Kill geklaut. Leck mich. Killstealer, Votebun, Alter, Votebun. Sind die jetzt schon wieder alle? Überall, nur nicht da, wo du bist. Komm schon, die zweite Runde habe ich auch innerhalb von einer Stunde geschafft. War voll easy. Bist du gefälligst da? Danke. Ich weiß gar nicht, in welche Richtung ich gucken soll. So, ich nutze immer diese nutzlose Waffe mit der ich eh nichts treffe. Aha. Penguin, ja. Zurück nach Dingsbums City, zu Batman, jetzt fällt mir der Name nicht ein, glaubst du es? Egal, Karl, wir haben voll viel Zeit. Nein, haben wir nicht. Ich will nachher noch mehr lernen. Ist ja nicht so, als hätte ich heute nicht schon irgendwie ganz viel Protokollen zugemacht. Alter, das war mein Kill! Ich hab... Oh, ganz toll, nur die Kackwaffe. Ich meine, wenn das ein Railgun Automatic wäre, ne? Also Automatic Railgun, dann könnte man damit ja arbeiten, aber so doch nicht. Er baut um diese nutzlosen Waffen. Ich meine, eine Waffe muss automatisch immer Automatik haben, ne? Deswegen gibt es auch das Raketenmaschinengewehr. Ach, leck mich doch, hier doch Raketenwaffe wechseln sollen. Das gibt's ja auch nicht, deswegen ist das Spiel schlecht. Dass es kein Maschinengewehr, Raketenwaffergewehr. Raketenwaffe, Maschinengewehr gibt. Wenn das schon mal fehlt, dann ist das Spiel schon mal schlecht. Und es fehlen auch Doppelwaffen. Ist auch ganz schlecht. Es gibt viel zu wenig Shooter mit Doppelwaffen. Im Prinzip soll jeder Shooter Doppelwaffen haben. GoldenEye hat das. Das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum es das beste Shooter-Spiel aller Zeiten ist. Gleich dahinter kommt dann Turok 2. Das hat teilweise Doppelwaffen. Jetzt soll ich mal einen Top 10 machen. Oh, ich plane ja schon einen Top 10 seit etwa 2 Jahren oder so. Keine Ahnung. Ich habe nicht so viel Zeit. Na komm. Ja. Hä? Next? Next gibt's noch nicht. Mehr der Raketenwaffe. An Wände stellen, damit er mich leichter trifft. Ach, leck mich. Seine Mutter hat ein Lied gelost. Denn hier was? Hier ist doch nichts. Entweder ist gar nichts da und ich laufe sinnlos stundenlang durch die Gegend oder ist es alles hinter mir. Und greift mich dann von hinten auch an. Willst du bitte mal sterben? Was?
Wir haben den jetzt gefragt. Müsste da nicht irgendwie eine Kugel aus dem Kommen sein? Wahrscheinlich Teleporter-Kill, obwohl ich durch den Teleporter gelaufen bin oder sowas. Super, ich sollte da ausweichen, wenn ich irgendwie weit wegfliege und nichts machen kann. So ein Mist. So, Waffe. Waffe. Ich sehe zwar nichts, aber ich schieße halt einfach mal. Ist doch egal, ob du was siehst oder nicht. Treffen ist doch eh nicht. Leck mich. Am Anfang lief das aber besser. So. Komm schon. Ich muss doch mal Dings weiterspielen. Hurricane. Ah, fuck. Ich wollte nicht runterfallen. What the fuck? Wo hat die jetzt eine Raketenwaffe her? Oh, was hab ich denn? Wo hab ich denn die Raketenwaffe jetzt auf einmal her? Wer schießt denn auf mich? Nein, ich wollte nicht drauf. Nein, ich habe mich selbst gekillt. Richtig, richtig. Ganz toll. Ganz, ganz toll. Das wird ein sehr kurzes Let's Play. Wo ist die Waffe? Ach, da. Ich hab sie gefunden. Sie liegt auf der Taste 6. Ich weiß zwar nicht warum, aber sie liegt da. Raketenwaffe liegt auf 5. Was liegt denn auf 4? Shotgun liegt auf 3. Hm. Komische Sache. Ey! Ey! Bleib so. Feiger Mistkerl. Also. Hehe, voll ins Gesicht. Au. Das war unfair. Der hat auf mich geschossen. Das darf er nicht. Oh, oh nein. Jetzt packt er seine Nagelkeule aus. Das ist doch unfair. Okay, das wird wahrscheinlich kein Schwein verstanden haben. Eigentlich wollte es ja noch jemanden schicken, das. Hm. Soll ich mal tun. Nein, ich sage euch jetzt nicht, was das war. Und ich werde es euch auch nicht schicken. Bin nämlich ein Arschloch. Aber nicht irgendein Arschloch. Ich bin natürlich wie immer der größte Arschloch-Typi auf der Welt. Ich nämlich in allem der größte bin. Oh, ein Mega-Half. Ein Mega-Halt. Hält viel härter als normale Hells. Ja, diese scheiß Raketen. Ich hab die scheiß Railgun. Ich hab ihn doch getroffen, oder? Nein. Hast du ganz offensichtlich nicht. Dann kommt endlich mal eine gute Waffe. Gibt's ja nicht, dachte ich mir. Ah. Was hält denn der aus? Jetzt stirbt er natürlich, jetzt wo jemand anders noch drauf schießt. Hauptsache, ihr kriegt keine Kills. Ich treff den doch irgendwie. Das sind so viele. Ich brauche einen Gegner, der nichts macht. Das ist genau ausreichend. Das wollte ich jetzt so zwar nicht, aber hey. Kills werden eh überbewertet. Ja, ja. Die Knarre schießt mit einer Geschwindigkeit, das ist der Wahnsinn. Ja, ja, wunderbar. Und tschüss. Würde der jetzt bitte mal gewinnen? Würdest du bitte mal... Hallo? Ich finde dieses Schrotflinte auch irgendwie so ein bisschen lächerlich. Aus der Entfernung passiert gar nichts, wenn man ins Gesicht schießt. Wer hat sich das denn ausgedacht? Die Entwickler hatten es nicht so mit Schrotflinten. Ich hab das mal in einem Film gesehen, da hat einer eine Schrotflinten aus nächster Nähe überlebt. Ist ganz realistisch also. Ja, wie hieß denn dieser Film? Ich glaube Terminator oder so. So ganz realistisch. Da war auf jeden Fall dieser Typ und der hat die Schrotflinten aus nächster Nähe überlebt. Der war glaube ich irgendwie ein Roboter oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall irgend so ein Mensch-Typ, ne? Keine Ahnung, was die Jugend heute alle für Gruppierungen hat. Kenn mich da nicht so aus, ne? So. Jetzt aber mal ernsthaft, ich will eine gute Waffe. Und ich krieg die Railgun, die auf 7 liegt. Ich treffe den damit sogar. Wow. Ich bin mal wieder selbst irgendwie beeindruckt.
Nein, ich hab noch die Raygun. Was ist denn der Typ jetzt? Ich sehe nichts durch den ganzen Rauch. Verdammte Raucheffekte. Ich sag's ja immer, 3D-Grafik ist ein Kotzen. Mehr als 1D braucht man nicht. In einem Textadventure, wenn mir das nicht passiert. Da war mir der Rauch noch nie im Weg. Ich glaube, ich will die Lightning Gun wieder haben. Ich glaube, ich will... Ich will ja nicht mal ein Maschinengewehr Raketenwerfer. Raketenwerfer Maschinengewehr. Ich will endlich mal einen Atombombenwerfer. Und wie wär's denn mal was Außergewöhnlichem? Ein Katapult. Ein tragbares Katapult. Ich weiß zwar jetzt nicht genau, wie das funktionieren soll, aber hey. So, ich habe jetzt wieder die Lightning Gun. Die Lightning Gun. Ich kann voll gut Englisch, Alter. Das heißt Lightning. Ich hab alle keine Ahnung, hey. So, was denn da? Gibt's dafür auch irgendwo Munition, also außer hier? Nein. Oh, ich habe die richtig ganz geile Waffe. Verdammt, es sind schon wieder zwei und ich kann mich dann immer nicht entscheiden, wo ich hinschießen will. Oh, ich hab sie beide gefragt. Ich hab sie nach dem Weg gefragt. Warum wechselt er automatisch dann auf die Railgun? Beziehungsweise warum wechselt er erst, wenn ich von der Taste, von der Schusstaste wieder runtergehe? Ist doch scheiße. Würdest du jetzt bitte mal getroffen werden? Hallo? Die treffen mich aus 5 Kilometern neben dem Geschütz, treffen die mich noch. Also wenn sie 5 Kilometer vorbeischießen, ich sie aber nicht. Toll. Ja, ganz toll. Natürlich ist bestimmt eine gute Idee, den Raketenwerfer einzustecken. Was kann da schon schief gehen? Ich will... Da. Das will ich. Und tschüss. So, ich will auch Panzerung. Und ich will mega Herald. Hey Alter, ey! Will ich voll mega, ey. Habe ich nämlich Mega Man gespielt, ey. Ich muss mein Lenkrad mal neu kalibrieren. Da mitzuspielen ist echt leicht scheiße. So. Das wird auch mal eine tolle Challenge, hm? So, ja, so Dämon. Es soll du mal mit einem. Hallo? Was da? Soll du mal mit seinem Lenkrad spielen? Achso, wechsel halt die Waffe gleich und nicht erst, wenn ich die Taste loslasse. Ach komm schon. Wer hat sich das denn ausgedacht? Oh, solange er die Schusstaste gedrückt hält, wechsel die Waffe nicht. Weil die Munition alle ist. Weil Gemüse. Ist ja dann gleich wieder abhauen, diese Pfeife. Drehst dich um und dann. Komm schon. Was ist da? Ey! Ruhe hier. Das wird auch mal eine lustige Challenge. Irgendwas total Absurdes mit dem Lenkrad spielen. Commander Conquer könnte. Kann man das mit Lenkrad spielen? Ich weiß nicht. Ich meine, es gab auf jeden Fall eine Konsolenversion. Also kann man schon mal im Gamepad spielen. Aber ich bin skeptisch, ob die PC-Version das irgendwie anerkennt. Also das Gamepad. Oder man spielt mit dem Emulator die Konsolenversion und. Das hätte auf jeden Fall bestimmt was Lustiges so. CNC mit dem Lenkrad spielen. Ich müsste Command & Conquer 1 mal wieder durchspielen, ne? Nein, nicht next! Scheinbar spiele ich jetzt erst die Runde. Elliptischer Anfall. Nein. Die Kills brauche ich hier denn? Skelebor. Hä? Was? Da geht's hoch, okay. Toll. Jetzt habe ich natürlich Next geklickt, dann spielen wir jetzt scheinbar erstmal die Map, weil ich Next geklickt habe. Oh, Moment, wir spielen bloß zu zweit. Steht nicht da, wie viele Punkte ich machen muss. Okay, jetzt haben wir schon mal einen Gegner, ne? Das ist doch schon mal eine Steigerung. Jetzt muss er sich nur noch aufhören zu bewegen. Was liegt denn tief? 5, 6, 7? Liegt auch so ewig weit hinten. Ja, die Railgun, genau, was ich mir gewünscht habe, weil ich damit so gut treffe.
Also wenn es eine Maschinengewehr-Railgun wäre, dann könnte man da ja drüber reden, ne? Aber so nicht, ne? Moment, war der da unten? Ne, da dreht sich nur lustig der Raketenwerfer. So, wir wollen hier... Wollen wir hier hoch? Was heißt hier wir? Ich will hier... Nee, ich will... Will ich das Spiel überhaupt spielen? Nein. Warum tue ich es dann? Weil ich... Irgendwas Einfaches... einfach, also... Ohne komplexes Denken, wie zum Beispiel Amberstar braucht. Ich meine, Amberstar muss man sich alles aufschreiben, weil es kein Tagebuch und nichts gibt und... Irgendwie sieht das merkwürdig aus, aber ich sollte aufhören hier... Irgendwie so dumm... Sachen anzugucken, die komisch aussehen, weil... Das führt nur wieder zu einem verfrühten Ableben meinerseits. Was ist denn der Typ jetzt? Ich habe Zellen dabei. In einer dieser Zellen werde ich ihn sperren, was? Ah, ich habe ihn gefunden. Ich schwinge das mal runter und nehme Schaden, das ist schon mal eine sehr gute Idee. Hä? Ah, ist er hinter mich gekommen. Was hat denn der da? Oh, Speed! Yeah, ich bin auf Speed. Ne, es wirkt halt nur 2 Sekunden. Weil er es schon total aufgebraucht hat. Wo gibt's denn das hier? Ich habe keine Ahnung. Ich bin Erster mit 2 Punkten. Ne, er hat nur 1 Punkt. Was? Och, der Kerl, was hatte der denn? Vermutlich die Schienengun. Die Schienenwaffe. Er schmeißt mit Schiene nach mir, das ist voll unfair. Ich habe hier gelegentlich kleine Ruckler drin, weil die Framerate kurz mal auf 83 runtergeht. Und dass das Spiel aus irgendeinem Grund zum kurzen Ruckeln bringt. Ah nein, der hat schon wieder die Railgun. Der kann damit auch umgehen im Gegensatz zu mir. Oh, ich habe erstmal... Oh, wo ist die? Das ist meine... Ach, komm schon. Ich muss mich mal kurz kratzen. Kann ich die Railgun nicht irgendwie entfernen? Oh ja, ich habe nichts und er hat die Railgun. Das ist... Oh oh, oh oh. Komm. Ja, genau. Cheater! Ich will diese Kackknarre nicht. Die ist doch scheiße. So. Okay, jetzt werfe ich auch mit Schienen auf ihn. Nein, werde ich nicht. Er wird mich eh treffen und ich ihn nicht. Wo ist der Typ jetzt schon wieder? Konnte man nicht auch irgendwie mit Zoom mehr. Oh, jetzt wäre ich da fast schon. Wow, ich habe ihn getroffen. Verdammt, er lebt noch! Wieso überlebt er das denn? Ich sterbe immer, wenn er mich trifft. Was ist das für ein Unsinn? Wer was anderes behauptet, der lügt. Seht ihr? Ich bin gestorben, mehr nicht. Moment, was? Genau gesehen? Daraus kann man jetzt direkt schlussfolgern, dass er cheatet. Damit habe ich den Kampf dann de facto sowieso gewonnen, weil ich nicht cheate und was ich sage, ist eh Gesetz. So. So, so, so. So, 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 so. So, so, so. Wow! Ich habe den nicht mal gesehen. Und zwar überhaupt nicht. Ich laufe dem jetzt mal lieber nicht, obwohl jetzt kann ich die Railgun wiederholen. Wow. Ich falle irgendwo noch runter und sterbe dabei. Will ich hier hin? Ja, ich will Lebensenergie mitnehmen. Und dann will ich hier ganz schnell wieder weg. Ich glaube, ich will oben bleiben, weil wenn ich oben bin, kann ich runterspucken. Und dann kann ich vielleicht auf seinen Kopf spucken und dann denkt er sich, boah, scheiße. Wo ist die andere Waffe? Wo ist denn jetzt hin? Ich nehme jetzt noch eine Panzerung mit, die mir wahrscheinlich nicht viel bringt, weil... Die Panzerung hier ist auch mehr so wie so ein Hemd. Oh, guck mal, ich habe dieses Stofftaschentuch. Das kannst du als Panzerung nehmen. Nimm dieses Blatt Papier, es wird dich schützen. Ich muss mich kratzen. Ist natürlich ganz toll, so. Kratzen ist immer ganz toll, weil... Sonst habe ich schon vergessen, wo die andere Knarre liegt, die wo mir so gut gefällt. Wofür er gerade die Munition aufgenommen hat. Die hat doch recht schön.
Im Nahkampfschaden technisch Zeug, ne? War die nicht da hinten? Ja. Ich muss wieder kratzen. Verdammte Läuse hier. Ich nehme mal die Railgun mit. Rail. AI wird nämlich OO. Verdammt. Ich bin tot. Und bin ich jetzt hoch oder bin ich jetzt runter? Ich bin hoch, ne? Ich bin sowas von weg und hole mir erst wieder Lebensenergie. Verdammt, damit kann er mich immer noch killen mit nur 90. Wo war denn diese Speed-Scheiße, die er vorhin gehabt hat? Ich finde die nicht. So, wo ist denn der jetzt? Verdammt, das Problem ist, ich muss den deutlich öfter treffen als er mich und ich habe ihn trotzdem tot bekommen. Das Problem ist, ich war halt schon viel zu tot selbst, ne? Also. Das ist halt. So, Waffe wechseln. 25 Health aufnehmen. Ihm verfolgen. Ich meine, der ist nicht da runter, sonst wäre das Ding nicht mehr da, ne? Also ist er noch oben? Nee. Nein, bin ich nicht. Ich bin hinter dir. Fuck you. Ich brauche Lebensenergie. Hier gibt es keine Lebensenergie. Ah, ich weiß, wo es welche gibt. Hier gibt es auch noch Munition, die nehme ich auch gleich noch mit. Ich habe noch mehr Zellen. Ich habe noch keine Häftlinge, die ich da reinstecken kann. Ah, Gott, bist du lustig. Wie ein Schlag in die Fresse mit einem Vorschlagshammer. Letztens habe ich fast über einen Witz von dir gelacht, aber ich gemerkt, es war kein Witz. So. Oh, wow, hier liegt keine Lebensenergie rum. Wo ist der Typ? Ich sehe ihn mal wieder nicht. Hä? Ach, verdammt! Ach, leck mich doch! Wie soll man da ausweichen? Wo ist denn der jetzt? Der war doch da eben noch irgendwo. Verdammt, bleib gefälligst da! Und stirb! Stirb! Wenn ich dich... Lightning Gunne. Was ist denn jetzt schon wieder? Verdammt. Verdammt, wo ist der Kerl? Nein, bleib weg. Bleib einfach weg. Bleib weg und niemand kommt zu Schaden. Wir können das doch friedlich ausdiskutieren. Du stellst dir da hin und ich komme und diskutiere mit dir. Ich bräuchte gerne eine Atombombe. Oh, Speed. Jetzt kann ich schneller laufen. Die Frage ist, wie viel bringt mir das gegen ihn? Er hat sich gerade schon wieder die Railgun gegönnt. Die gönnen sich immer so wieder so Sachen, ne? Halt, Moment, Lebensenergie habe ich schon voll. Wo ist der Typ? Ach, leck mich doch. Ja, wie hoch ich das hinbekommen habe. So. Wir haben noch ein bisschen Zeit, habe ich gerade beschlossen. So. Ich nehme mal diese Panzerung mit, ich nehme mal... Der hat natürlich schon wieder die Railgun, ach komm schon! Kaum gespawnt kommt der Typ schon wieder Railgun an und mäht einen nieder. Was ist denn der jetzt? Ich hätte genau eine Ammo mehr. Ah, diese Kack-Railgun! Ne? Du hast keine Chance, wenn du die nicht hast und damit umgehen kannst. Weil die Bots irgendwie nie daneben schießen, ne? Das ist ja schlimmer als in, naja, nicht ganz. Bei Battlefield 1942 im Original auf unmöglich auch schon unlustig ist. Wenn dann die Bots mal wieder... Ja toll, ich spawne und hab die scheiß Gatling. Gatling. Das ist ja keine Gatling. Schön wär's, wenn das eine Gatling wäre. Das sind nur so Maschinenpistolen, Billigverschnitt. Wo ist denn der jetzt? Er ist wieder nicht mehr da. Das gibt's doch nicht, komm. Genießt du übrigens die schöne Musik? Das ist toll, ne? Das ist wirklich ganz toll. Die Musik passt wieder im letzten... ist Playstation. Oh, ich hab Panzerung, das wird mich voll nicht schützen. Komm schon her und ich habe gleich keine Munition mehr. Okay, bleib weg.
Problem ist, ich habe nicht mehr genug Lebensenergie, um noch einen Schuss von ihm auszuhalten. Und ich habe wieder Munition. Okay, ich habe wieder genug Lebensenergie, um einen Schuss von ihm auszuhalten. Ich würde ihn auch gerne mal umnieten jetzt so langsam, ne? Jetzt müsst ihr ihn aber erstmal finden und wie das endet, wissen wir alle. Ach komm schon! Stirb halt einfach, wenn ich auf dich schieße. Gibt's doch nicht. Was? Sag nicht, der schießt schon wieder auf mich! Ah, ich hasse das! Was willst du denn da machen? Spawns? Hast doch keine Waffe und nix? Ja, außer das Ding, aber das ist ja keine Waffe nicht. Wer hat sich diese Waffenkombo überhaupt ausgedacht? In Turok gab's doch auch gute Waffen, warum hier nicht? Super, du spawnst und hast keine Sch- Ja! Ich werde schon von ihm getroffen, da habe ich noch nicht mal richtig gespawnt. Ja, hallo, stirbt ihr auch irgendwann mal? Warum laufe ich nicht gleich hier mit rum? Hm? Wo ist denn jetzt hin? Ja, komm her, ich töte dich jetzt mit meinem... Mit was auch immer das sein soll. Billig Verschnitt von dem richtigen Messer. Turok 2 konnte man sogar werfen, das Messer, hm? Warum war das dieses Spiel nicht? Turok 2 kam sogar vor Quake raus, Quake 3. Ja, also zumindest, wenn ich mich richtig erinnere. Das kommt natürlich nicht wieder, weil... Nö. Kannst mich mal. Fick dich mal ins Knie. Ich höre ihn. Problem ist, ich sehe ihn nicht. Aber er sieht wahrscheinlich mich wieder, weil er durch Wände guckt und sowieso 360 Grad Sicht hat. Ich habe sogar 720 Grad Sicht. Ich sehe sogar Dinge, die ich nicht sehe. Die sehe ich auch manchmal. Du spawnst und wirst erstmal getroffen und bist wieder tot. Ist es nicht großartig? Kann man den auch ausweichen? Also ich meine jetzt richtig ausweichen, ohne getroffen zu werden. Nein. Dachte ich mir so. Vielleicht soll ich auf enge Räume warten. Vielleicht soll ich hier einfach auf ihn warten. Hier kann er... Doch, hier kann er mich auch mit der Railgun problemlos töten. Er hat die Railgun schon wieder, sehr gut. Ich warte einfach jetzt mal hier auf ihn. Mal gucken, ob er kommt. Das Problem ist, springen hilft mir ja auch nicht, weil ich kann in der Richtung... Ich kann in der Luft die Richtung nicht mehr verändern. Er kommt reingesprungen und trifft mich perfekt, weil er schon genau weiß, wo ich stehe. Würdest du bitte mal sterben? Die Waffe macht schon Schaden, oder? Also... Die hat schon so einen Schadenswert in der Ini. Ja! 0,001. So, toll, jetzt bin ich für 23 Sekunden ganz schnell. Was mir auch nicht viel bringt. Weil er mich immer noch trifft, solange ich... Er mich trifft. Solange er mich trifft, trifft er mich. Ja, das ist... In der Tat korrekt. Achso, das ist nur dieses Geräusch hier. Das Problem ist, ich habe jetzt wieder keine Ahnung, wo der ist. Was gleich wieder dazu führt, dass er mich von hinten mit der Railgun beschießt und... ich deswegen sterbe. Wow, ich habe ihn getroffen. Boah, hält er viel aus. Ist doch nicht mehr feierlich. Ist das gegnerabhängig, was die aushalten, oder? Ich glaube, das... Nee, Turok 2 war das gegnerabhängig. Turok 2 hat immer auch richtige Waffen, zum Beispiel den Klingenwind. Der hieß im Original anders, aber ich muss sagen, ich finde den deutschen Namen da sogar cooler. Wo ist denn der jetzt? Dann, wo ist er hin? Ah, fuck you! Problem ist, man weiß dann halt immer nicht mehr, wo er hingelaufen ist und dann hat man schon wieder verloren, weil er natürlich weiß, wo man ist. Und dann kann man schon wieder einpacken. Nein, die Railgun will ich nicht, weil die ist scheiße. Es sei denn natürlich, die hat den Automatikmodus, hat sie aber nicht. In Turok 2 hätte sie den Automatikmodus. Spiele, die ich jetzt lieber spielen würde. Turok 2.
Denn Turok 2 ist ein sehr gutes Spiel. Hat auch die besseren Waffen. Turok 2 hat zum Beispiel die Dingsbums, ne? Die Nuke. Und den Klingenwind und Turok 2 nimmt auch keinen, Turok nimmt auch keinen Schaden, wenn er von Gebäuden runterfällt, 10 Kilometer tief, weil Turok ist halt ein echter Kerl. Und echte Kerle nehmen von sowas keinen Schaden. Und wenn man in einem Spiel Schaden von Fallen nimmt, dann ist das kein echter Kerl, den man da spielt. Kann man das Spiel auch gleich wieder beenden. Das muss man nur wissen. Jetzt bin ich zwar ganz schnell, das ist ganz toll, aber das Problem ist, dass mir das jetzt nichts hilft, weil ich jetzt den Gegner nicht sehe. Großartig, hey. Aber ich kann mir das noch mitnehmen. Und noch mehr Panzerung. Da war er doch eben. Und dann halte ich nämlich auch so einen Treffer von ihm aus. Und sogar zwei vielleicht. Also, wenn ich ganz fest dran glaube. Habe ich eben Schaden genommen? Ja. Hier kann man eben keinen richtigen Kerl spielen. Hier gibt es Turok 2 einfach nicht zur Auswahl. Taugt halt einfach alles nix. So, ich bräuchte mal eine gute Waffe. Ich sehe eine gute Waffe, aber ich fürchte, ich werde sie nicht mehr erreichen. Oh, hier reißt sie sogar noch. Problem ist jetzt, dass er vermutlich die Railgun hat und ich viel zu wenig Panzerung habe, die hier aber glaube ich eh nicht viel bringt. Sie panzert dich. War ein Witz, tut sie nicht. Warum springe ich überhaupt? Die Railgun zerhackt mich so noch eher, als wenn ich nicht springe. Frage ist auch, macht es bei der KI einen Unterschied, ob ich im großen, freien Geflächen bin oder doch eher auf engen Gebieten? Ich glaube, das macht für die KI gar keinen Unterschied. Also zumindest nicht für die Railgun. Und auch sonst nicht groß. Ach nein, falsch schon aufgenommen. Ja, wo ist er denn? Ich finde ihn nicht. Wenn ich ihn finde, dann trifft er mich gleich. Da, das meine ich. Aha. Willst du bitte mal sterben? Ach komm schon, wieso stirbst du nicht? Toll, jetzt schießt du schon wieder auf mich und... Ich sehe ihn nicht mal! Ich habe auch nicht mal eine Waffe. Und nein, die Schrotflinte ist nach wie vor auch keine Waffe. Toll, wofür nehme ich die Panzerung auf? Wenn er mich mit der Railgun trifft, bin ich eh tot. Na, für später und so, weißt du? Es wird kein später geben. So einen Moment lang lief es echt gut und dann passiert wieder so eine Scheiße. Oh, Leben. Leben, das ich nicht mehr aufnehmen kann. Wo sind wir jetzt hin? Ach, da. Er hat mich da jetzt gesehen. Natürlich hat er mich da gesehen. Glaubst du selbst nicht. Das glaubst du doch selbst nicht. Nein! Jetzt hatte ich gerade die gute Waffe wieder und dann ist wieder so eine Scheiße. Na toll, jetzt muss ich die Railgun nehmen oder was? Ach. Ja, ganz toll, jetzt habe ich hier diesen Müllding. Wenn da drüben gibt es die gute Waffe, die ich haben muss, haben möchte, brauchen will. Na toll, jetzt hat er natürlich. Geh weg. Ich habe dir nichts getan, warum? Nein. Was? Ich habe ihn noch. Ja klar, wenn ich ihn treffe, passiert wieder mal nichts, aber gut. Schon klar. Waffenwechsel. So, ich hätte gern mehr Armor. Ich hätte gern noch einen Pulli über meinen jetzigen Pulli. Wo ist denn der jetzt schon wieder? Das Problem ist, dass er schon wieder diese Railgun hat. Hä? Wo ist denn der jetzt schon wieder? Gott, oh Gott. Da, Leben. Und weg. Und jetzt? Jetzt brauche ich Armor. Oh, ist eine Armor da? Ist sogar noch eine Armor für mich da. Da drüben ist Speed. Ich hätte gern das Speed. Das bringt mir zwar nur bedingt was, aber hey. Ich bin schon mal schneller. Das ist doch schon mal... Schon mal etwas, ne? Das hält zwar nur 24 Sekunden, aber hey. 24 Sekunden lang kann ich mich jetzt total toll fühlen. Und mich trotzdem töten lassen von ihm.
Wow, ich hab gewonnen. Ich bin voll gut. Yeah, ich hab voll gewonnen, ey. Ja, next. Kann ich next machen? Was passiert, wenn ich jetzt next klick? Moment. Achso, dann bin ich jetzt wieder hier, oder? Moment, gucken wir mal. Ja, dann bin ich jetzt wieder hier. Das kann ich noch nicht machen. Oh. Das ist zu viel bedassen. Hey, ich hab. Mann, hab ich nur einen mit der Säge gekillt. Ich habe auf jeden Fall 500 Kills gemacht. Ja, bitte neigt mehr. Bitte nickt mal. Bitte nickt mal. Oh, oh. So, jetzt darf ich hier wieder 20 Kills machen. Das wird auch nichts. Aber hey, ich habe wieder ein Level geschafft. Wenn es so weitergeht, kann ich bald jede Aufnahme ein Level machen. Yeah, jetzt habe ich mega Health. Ich habe nämlich mega mehr gespielt. Da habe ich das gefunden und. Ja, genau. Der Witz war beim ersten Mal schon nicht lustig. Er wird auch nicht lustiger, wenn du ihn nochmal erzählst. Ich soll ihn nochmal erzählen? Okay, also ich hab Mega Man gespielt und habe das Mega Health gefunden. Ja, die standen einfach nur dumm rum. Ach komm schon, glaub mir nicht meine Kills. Wie so ein Noob-Kill-Stealer, aber es ist selbst nicht in der Lage, sind Kills zu machen. Klauen sie mir meine Pro-Kills. Ja, toll. Er hat die andere Knarre auch aufgenommen, was bekomme ich? Den Kack-Raketenwerfer. Oh, das Mega-Health möchte ich doch bitte mal mitnehmen. Das ist nämlich voll aus Mega Man. Schon wieder geklaut. Wow, ich hab den noch. Hab ich den noch gekillt? Ich weiß es nicht. Was zur Hölle? Ach ja, richtig, hier gibt's ja auch die Railgun. Willst du bitte mal sterben, wenn ich auf dich schieße? Danke. Bin ich hier sehr verbunden. Wo ist das Mega-Health, wenn ich es brauche? Und tschüss. Und du würdest bitte auch sterben? Danke. Mega-Health. Danke. Das soll... Ah, ich habe keine Munition mehr und das Ding wechselt nicht. Na, danke fürs Gespräch. Sollte jetzt auch noch drauf achten, während ich spiele. Ich achte doch schon auf so viele Dinge, meinen Pro-Skills. Ja, ich habe sie gefragt. Aber sie wollte nicht mit mir ausgehen. Ach. Nicht mal Videospielfiguren wollen mit mir ausgehen. Jena. Ah, ich hasse... Oh, sowas hasse ich, wenn du spawnst und direkt erstmal wieder erschossen wirst. Du hast auch de facto keine Möglichkeit, das zu verhindern, weil du gerade gespawnt bist. Verdammt, ich habe die Waffe nicht mitgenommen. Verdammt, die lebte noch. Ich dachte, ich hätte sie getroffen, aber das war eine andere. Was sagt der? Ich hab's nicht verstanden. Dafür ist der Sound gerade zu leise, glaube ich. Hat die nicht die Railgun mitgenommen? Geht doch mal weg. Ich hab kein Geld. Geht weg. Asoziales Gesindel hier. Ich habe auch kein kleines Geld. Diese bettelnden Leuten auf der Straße hier. Auf den Straßen vor allem. Füße in der Straße, da kennt man die ganzen Autos und ich bin in die Rakete reingelaufen. Ich hab sie doch mit meinen Zähnen gefangen, warum zählt das nicht? Hä? Ich wollte noch schnell gewinnen. Jetzt gewinne ich mal schnell. Ist ja nicht so das Problem jetzt. So spontan mal noch zu gewinnen. Ich meine. What the fuck? Replay. Was passiert jetzt überhaupt, wenn ich Next mache? Gibt ja keinen Next mehr. Egal, ich habe wieder eine Runde gewonnen. Ich bin stolz auf mich. Ich bin eh der Einzige, der mich vergleichen kann. Ich der Einzige bin, der auf meinem Skill-Niveau ist. Alle anderen sind ja eh nur Noobs. Oder Aimbotter, so wie Daemon. Also wenn ihr gegen Daemon spielt, müsst ihr wissen, der benutzt immer den Aimbot, weil ohne kann er nichts. Der hat das so wie das... Ja, leck mich doch. Der hat das so wie das Skill wie eine Banane. Also gar keinen. Wobei, ich glaube, die DNA einer Banane... Ne, 4% der DNA einer Banane stimmt mit der des Menschen überein. Oder irgendwie so war das, glaube ich. Hallo, wechsel doch die Waffe, wenn ich drücke. Yeah, Fünfter. Hey, ich bin schon Fünfter. Ich bin schon in den Top 5. Dazu gehört schon was. Wow, zum Top 3. Ich habe keine Munition mehr.
Geht weg. Ich habe hier noch gar nichts getan. Jetzt hatte ich noch gar nicht die Chance. Wenn die Waffen irgendwas taugen würden. Aber tun sie nicht. Hier hast du Schrott. Besiegere mit dem Gegner. Ach, ich wünsche mir Turok zurück. Wieso gibt es keinen Turok-Arena? So mit den ganzen coolen Waffen wie dem Bohrer und natürlich auch ja, den Klingenwind, ganz wichtig. Und natürlich den Scorpion-Raketenwerfer, der gleich mal 3 Raketen zielsuchend verschießt. So wie sie das gehört. Und gehst du kusch. So, ich laufe hier jetzt immer hin und her. Das wird schon irgendwie passen. Verdammt, ich habe wieder keine Munition mehr. Und ich muss nochmal schießen drücken, damit er die Waffe wechselt. Was ist das für ein Unsinn? Oh, ich habe schon wieder Mega Half mitgenommen. Ich habe schon wieder Mega Man gespielt. Weißt du, ach, da war noch einer. Das erklärt einiges. Das erklärt einiges. Und natürlich nicht zu vergessen, die Nuke. Also die Nuke, ne? Gegen können diese lumpigen Waffen hier einpacken. Verpiss dich doch. Verdammt, das Mega-Health ist nicht da. Ich habe nicht genug Mega-Man gespielt. Ich bleibe einfach hier stehen und mache gar nichts. Und es funktioniert hier nicht. Ja, ich kann mich auch hinknien. Macht das irgendwas? Was macht, dass meine Waffe glänzt? Das war voll hässlich. Ach, komm schon. Das war meine. Ich habe aus der Entfernung mit dem Raketenwerfer in ihr Gesicht geschossen. Okay, ich habe neben ihr Gesicht geschossen, auf ihre Beine oder so. Ich meine, ist das bei der Entfernung wirklich noch irgendwie wichtig? Ja. Weil Gemüseschnitzel. Gemüseschnitzel. Schnitzel mit Gemüse, so muss es, glaube ich, heißen. So, ich hätte gerne mal eine gute Waffe. Die auf 6 liegt, nicht auf 7. Würdest du bitte mal... Ich höre doch die ganze Zeit, dass ich dich treffe. Ja. Na, das wird heute nur eine kurze Aufnahme. Danach mache ich Schluss nach der Runde. Was? Die stand doch neben den... Ich kann, wenn ich neben den Teleporter laufe, kann ich mich teleportieren lassen. Ja. Hitbox und so, ne? Kollision. Ich hab den. Oh, ich hab die Lightning Gun. Ich wollte gerade sagen, ich hab den tollen Granatwerfer, aber ich hab die noch. Nicht ganz so schrottige. Lightning Gun. Waffen, die ich jetzt lieber hätte. Was zur Hölle gehen jetzt schon wieder ab? Wo war ich? Ach, richtig. Waffen, die ich jetzt lieber hätte. Den Schredder. Der hat wenigstens auch Schaden gemacht. Nicht so wie die Schrotflinte hier, die nicht. Die weder auf nah noch auf Distanz irgendwas taugt. Aber ich kann damit zoomen. Ja, das Ding taugt schon im Nahkampf nichts. Da möchte ich natürlich damit snipern. Das ist genau das, was ich mir denke. Egal, Karl. Es reicht für heute wieder. Ich habe jetzt noch ein bisschen lernen. Wieder ein Level geschafft. Hey. Naja, das sind 28. Nee, ich meine 29 Level. 3 geschafft. Ja. Aber ich praktisch schon durch das Spiel. Ja, vor allem die hier sieht sehr einfach aus. Kennt man ja. Es wird nach hinten wird's immer einfacher. Hm? Egal, Karl. Das war's für heute mit Open Arena. Ich muss demnächst auch mal irgendwann wieder... Hey, meine Maus verschwindet, wenn ich sie... Nee, jetzt nicht mehr. Okay. Was wollte ich sagen? Ich muss demnächst auch mal wieder Hurricane weiterspielen. Aber das tut nix. Egal, Karl. So, Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.